Leg auf, Niederdorf! Und deine herzliche ist Leg auf von einem Erzgebirge. Ich habe eine Bitte. Ich wünsche mir, dass das, was hier gesprochen wird, dass ihr das als die Wahrheit empfindet. Ich wünsche mir, dass wenn ihr heute heimkommt, ins Internet schauen, um zu überprüfen, was ich euch heute hier zu sagen hatte, der Wahrheit entspricht. Denn nur die Wahrheit wird letztendlich siegen und das Oberwasser für uns zurückgewinnen. Ja, ich freue mich, dass ich heute hier zu euch sprechen darf. Sprechen vor Menschen, vor Bürgern wie du und ich. Vor Bürgern, die ebenfalls den Mut haben, heute hier zu sein. Den Mut haben, heute hier beieinander zu stehen. Beieinander zu stehen und das trotz der Anfeindungen durch die Parteien und von diesen Parteien gesteuerten Medien. Trotz oder gerade deshalb, sich lieber in eine Schublade zu stecken. Zu stecken lassen, wie zu Hause zu sitzen auf dem Kanapee, um in die Glotze zu schauen. Berieseln lassen vom Gutmenschentum. Beschwindeln lassen von diesen Lügenkapitänen der parteigesteuerten Mainstream, deren Geschrei und Gezedere nur noch eine Ausgeburt ihrer Angst ist. Eine Angst vor dem, was da auf sie zukommt. Nach ihrem altbewährten Rezept versuchen sie uns weiszumachen, wie toll alles ist. Wie toll alles ist, sieht und hört man leider jeden Tag. Nur dieses Konzept funktioniert nicht mehr, weil es nicht mehr funktionieren kann. Denn der Islam gehört nun einmal nicht nach Deutschland und auch nicht nach Europa. Und in unsere Heimat erst recht nicht. Stattdessen stellt uns die Obrigkeit immer noch als Wutbürger dar und bezeichnet uns als Nazi oder gar als Pack. Guten Abend, Pack. Das, was an Ungeheuerlichkeiten bereits geschehen ist, musste nicht geschehen. Warnende Stimmen gab und gibt es seit einem Jahr mehr als genug. Und immer wieder trifft es den kleinen Mann. Oder sollte man besser sagen, unsere Frauen und unsere Mädchen. Denn diese sind meist das Objekt der Begierde. Und nicht die Bonzen, egal ob aus Politik und Wirtschaft, welche in gut beschützten und abgeschirmten Wohnvierteln wohnen. Nein, es trifft wieder den kleinen Mann und seine Familien und die sogenannten Wutbürger. Ja, es sind die Bürger, die von der derzeitigen Politik und den ständigen Lügen einfach die Schnauze voll haben. Es sind die Bürger, welche sich Gehör verschaffen, welche wieder gehört werden wollen, von einer Politikerkaste gehört werden wollen, welche zunehmend in ihrer grandiosen Selbstbeweihräucherung am Volk vorbei, ja gegen ihr eigenes Volk regiert. Wie ist es erklärlich, dass die Zahl derer, welche sich mittlerweile zu kläglichen Gegenveranstaltungen zusammenfinden, immer kleiner werden? Weil diese sogenannten Gegendemonstranten jetzt vielleicht auch erkennen, dass des Volkes Meinung und der Drang, sich endlich wieder Gehör zu verschaffen, nicht mehr aufzuhalten ist. Demokratie, ein viel zitiertes Wort und sicherlich auch eine feine Sache, wenn es denn funktioniert. Nur wissen wir alle, die wir hier stehen, und auch die sogenannten Politik-Kasper. Nicht, wie Politik wirklich funktioniert und Demokratie erst recht nicht. Was wir hier haben, das ist eine Parteiendiktatur allererster Güte, welche auch noch von uns Bürgern gespeisten Steuertöpfen finanziert wird. Das ist eine feine Sache für die Regierenden. Was wären denn die Parteien ohne diese vom Volk bezahlte Finanzierung? Ein Nichts. Wenn diese sich über ihre Mitgliedsbeiträge finanzieren müssten, dann würden die Parteien nicht nur alt aussehen, dann wäre Feierabend, liebe Freunde. Und wir Bürger bezahlen eine gegen uns gerichtete Politik. Freunde, wie bescheuert sind wir denn eigentlich?
Wir bezahlen eine Politik, die uns gar nicht hören will. Wir bezahlen eine Politik, an welcher wir keinerlei Mitspracherecht haben. Denn ein Mitspracherecht haben wir nur vor den Wahlen. Da gibt es dann einen warmen Händedruck, einen bunten Luftballon und die Aufforderung, bitte wähl mich mal. Und natürlich bunte Sonnenschirmchen und die schönen bunten Flyer an den Infoständen der Parteien. Wo sind denn diese altbekannten bunten Sonnenschirmchen mit den niedlichen Parteilogos auf solch Veranstaltungen des Volkes, wie nur hier, heute und hier eben eine stattfindet? Wo sind sie wo? Seht ihr ein buntes Sonnenschirmchen? Seht ihr eins? Nein. Was sehen wir? Nicht. Heimatverbundene Bürger. Es sind keine da, denn diese bunten Sonnenschirmchen würden jetzt aus den Versammlungen, Demos herausstrahlen wie bunte Fliegenpilzchen, wären sofort auszumachen. Im Umkehrschluss würde die Präsenz einiger mutiger Politiker, welche sich doch aus der Deckung wagen, ein Zeichen setzen, dass wir noch Politiker haben, welche ihr Ohr am Puls des Volkes legen oder aber dem Volk aufs Maul schauen, so wie es tatsächlich um des Volkes Stimmung steht. Auch wenn euer und der Stolberger Bürgermeister hier eine rühmliche Ausnahme machen. Stattdessen wird uns Demokratie vorgegaukelt und wir hätten ein Mitspracherecht. Und nun frage ich euch, hat man uns bei der Einführung des Euro gefragt, ja oder nein? Nein! Hat man uns gefragt, ob wir die sogenannte Energiewende wollen, ja oder nein? Nein! Hat man uns gefragt, ob wir die amerikanischen Atombomben in unserem Land haben wollen, ja oder nein? Nein! Hat man uns gefragt, ob wir nach der Wiedervereinigung in der NATO bleiben wollen, ja oder nein? Nein! Hat man uns gefragt, ob wir die unsäglichen Sanktionen gegen Russland wollen, ja oder nein? Nein! Stattdessen erzählt man uns etwas von Willkommenskultur und was wir alles Gutes tun für diese armen Menschen, die da zu uns kommen, dass darunter durchaus welche sind, die unserer uneingeschränkten Hilfe bedürfte, dürfte außer Frage stehen. Doch um es noch einmal klar zu sagen, wir sind nicht gegen Kriegsflüchtlinge, aber Wirtschaftsflüchtlinge lehnen wir ab. Wir sind auch nicht gegen Asylbewerber, aber die ungebremste Zuwanderung lehnen wir ab. Wir sind auch nicht gegen Ausländer, aber die Bevormundung unserer Regierung hierzu lehnen wir genauso ab. Nur ein paar Zahlen und vielleicht hoffentlich dem Volke die Augen zu öffnen, denn wer hier tatsächlich daran verdient, verschweigt man uns lieber. Denn sonst könnten wir gar nicht so viel fressen, wie man kotzen müsste. Das sind nicht etwa die Schlepperbanden oder die Grundstücks- und Mietshaie. Oh nein, hier wirken ganz andere Kräfte im Verborgenen, von denen wir nur leise ahnen können, dass sie wirken. Da wirkt zum Beispiel die Pharmaindustrie. Denn viele der Neuankömmlinge sind krank. Viele leiden unter Hepatitis. Eine schwer heilbare Leberkrankheit. Nun, ich will hier keine Ängste schüren, doch nur mal zur Verdeutlichung, was und wie viel aufgewendet werden muss, um solch einen erkrankten Menschen zu helfen. Ja, um ihn gesunden zu lassen. Allein die Kosten für einen einzigen Tag belaufen sich in der Höhe der Kosten für ein iPhone. Das sind etwa 700 Euro. Die Kosten für die völlige Gesundung belaufen sich in Höhe der Kosten eines neuen Einfamilienhauses. Circa 1 Million müssen geimpft werden. Und damit setzt allein die Pharmaindustrie sage und schreibe 13 Milliarden Euro im Jahr zusätzlich um. Zusätzlich zu den bereits jetzt gigantischen Umsätzen. Stellt euch das mal vor. 13 Milliarden pro Jahr, Tendenz steigend. Man kann nur sagen, pfui. Ist ja auch logisch,
denn die Zuwanderungszahlen steigen ja ebenfalls unaufhörlich. Und was glaubt ihr denn, was dann noch auf uns zukommt, wenn auch die Familien noch nachgezogen werden? Gigantische Summen werden das. Und wem freut's? Frau Merkel und Co. Und natürlich Dagobert Schäuble. Ja, Dagobert Schäuble, er sitzt auf unserer Kohle wie die Ente Donald Duck. McDonald's setzt in Deutschland ca. 3,4 Milliarden um pro Jahr. Und Siemens als weltweit operierender Konzern mit Niederlassungen in 160 Ländern schafft es gerade mal auf 70 Milliarden pro Jahr. Und das sind Zahlen, liebe Freunde. Überprüft bitte. Überprüft das, ob ich euch die Wahrheit gesagt habe oder nicht. Und hingegen allein die Asylindustrie, wenn ihr jetzt einen Stuhl hättet oder Bänke, würde ich sagen, setzt dich hin. 140 Milliarden umsetzt. 140 Milliarden. Nur in Deutschland. Im produzierenden Gewerbe, also Auto, Elektro, Maschinenbau und so weiter, sind ca. 700.000 Menschen beschäftigt. Währenddessen in der Asylindustrie bereits 2,4 Millionen Menschen beschäftigt sind. Ja, es ist ein schmutziges Geschäft, um das Elend zu verwalten. Beim kleinen Mann wächst bei solch gigantischen Beiträgen der Sorgenschimmel auf dem Kopf. Und bei den Großen, da wächst derweil das Geldsäckel. Ist auch Logik, wa? Na, merkt ihr was? Alles nur wieder Beruhigungspillen fürs Volk. Wir schaffen das, so die Kanzlerin. Die Kanzlerin. Wir, Frau Merkel, wer ist denn wir? Das scheint die Frau Kanzlerin in ihrer Partei gewaltig was zu wechseln. Wir sind nur die Zahler der ganzen Misere, in die Sie und Ihre die Politikerkaste uns hineinmanövriert haben. Wir sind die, die das Ganze auszubaden haben. Wir sind die, die dabei als Statisten daneben stehen sollen. Sollen, um zuzusehen, wie unsere Heimat den Bach runtergeht. Wir sollen das sein, was Sie gerne hätten. Untertanen. Ja, Untertanen, die bedingungslos dem zu folgen haben, was Sie uns vorschreiben. Kurz, das Maul halten, auf Arbeit gehen, Steuern zahlen, um diese verantwortungslose Politik bezahlen zu dürfen. Das sind wir aber nicht, liebe Freunde. Denn wir sind das Volk. Und zwischenzeitlich dürfte es auch der Letzte begriffen haben, dass hier gewaltig etwas aus den Fugen gerät. Werden wir von den Herrschenden verarscht? Ja oder nein? Ja! Wollen wir uns weiter verarschen lassen? Ja oder nein? Nein! Wollen wir uns weiter dazu still verhalten? Ja oder nein? Nein! Sind wir dumm genug, um weiter dabei still zu halten? Ja oder nein? Nein! Ja, wenn wir uns weiter still verhalten würden, dann wäre das gut. Halten wir nicht mehr still, dann ist das schlecht. Aber wir sagen nein, wir halten nicht mehr still. Deshalb, liebe Freunde, ist der Weg, welcher in Stolberg am 1. November begonnen wurde und sich hier bei euch fortsetzt, der richtige Weg. Denn euer runder Tisch ist bereits da. Er ist bereits Realität. Ja, es müssen wieder runde Tische ins Leben gerufen werden. Denn mit den runden Tischen holen wir uns unsere bereits verloren geglaubte Mitbestimmung, unser Mitspracherecht zurück. An runden Tischen sitzen die zurzeit noch Mächtigen mit uns Bürgern zusammen auf Augenhöhe. Da gibt's kein Mauscheln mehr. Da gibt's kein Drumherumgerede mehr. Da gibt's auch keine Ausflüchte mehr. Denn das, was dort besprochen wird, wird unter den Augen und Ohren aller Beteiligten besprochen und ausgehandelt. Und das Ausgehandelte wird dann auch 1:1 umgesetzt. Ohne Wenn und Aber. Fordern wir nun runde Tische heimatweit. Fordern wir unser Recht auf Mitbestimmung. Fordern wir unser Recht auf Mitsprache. Fordern wir das, was uns nach Grundgesetz zusteht. Ob aus einer starken, geeinten Bürgerbewegung mal eine Partei wird, man weiß es nicht.
Aber es wäre mein Wunsch, und ich hoffe es für uns alle, welche sich für die Bürgerbewegungen stark machen. Ja, mit dem Einfordern unserer Rechte bringen wir zum Ausdruck, dass wir keine Partei, kein System und keine Konfession wählen, sondern wir wählen uns als Bürger. Denn nur regional ist ideal. Deshalb heißt es für uns Bürgerbewegungen, getrennt marschieren und Verein schlagen. Deshalb, ich bin gleich fertig. Deshalb lasst uns mit dem Dialog fortführen, denn noch nie war so viel Anfang wie jetzt. Und ich möchte euch sagen, möchte vielleicht auch aussprechen, was eure Herzen bewegt. Heimat ist nicht nur ein Wort, es ist ein tiefes Gefühl, was uns trägt über diese düsteren Zeiten fort. Enden möchte ich mit den Worten von unserem Donner Hans Dohne. Anton Günther. Picker Politiker, gelehrter kann ich eine Zeit. Mein Heimat ist mein Erzgebirg, mein Volk ist meine Partei.